Man kann leider nur bestimmte Fahrzeuge reparieren. Es wäre cool, wenn man so ziemlich alle Fahrzeuge reparieren könnte, die hier so rumlungern würden. Aber der Sieg kommt ja auch auf der Arma 3 Engine raus, also bei Arma 3. Das wird schon mal ein Traum. Das wird super. Das hat man nämlich auf der Gamescom gesehen, da haben so ein paar Leute DayZ gesuchtet. Der eine hatte so schön so ein Geely und so, der war echt gut ausgerüstet. Ja, Gamescom war cool. Far Cry 3 war auch da, Ubisoft hier so und so, ne, voll so rickety dick dicky down. Aber hauptsächlich haben wir bei Rocket abgegammelt. Rocket ist, für die Leute, die es nicht kennen, also die machen PC-Hardware, Gaming-Hardware, so Tastatur mit Daumenfeld und sowas, die wissen, was wir Gamer brauchen. Und der Typ, der da immer stand, hat uns irgendwann ungefähr 10-mal die Story erzählt, wie er seinen Chef kennengelernt hat. Und zwar im Teamspeak bei Counter-Strike. Das war echt die Story schlechthin. Die hatten so einen schönen DJ auch gehabt, der war gut. DJ SK83. Der hat's drauf, der Typ. Könnt ihn ja mal bei Goggle goggeln. Und dann habt ihr Goggle-Ergebnisse und dann seid ihr gleich ein größeres Stück schlauer. Da vorne ist Tscherno, da ist das Industriegebiet, da ist der Turm. Ich glaube, wir werden auch noch einen Abstecher zum Krankenhaus machen. Und für alle Notfälle mal ein bisschen was mitnehmen. Falls ich das noch together mache, was ich höchstwahrscheinlich machen werde, dass ich auch Blood Packs und ein bisschen Morphin habe. Morphium hilft nämlich, wenn man sich was gebrokent hat. Dann jagt man sich das einmal durch die Venen und dann ist der Knochen geheilt. Es ist so ein, das ist, du spritzt dir flüssigen Knochen und dann ist alles Klärchen, Wunderbärchen. So, checken wir das Haus doch mal. Ich weiß, dass das Haus offen ist. Langsam sollte ich meine gehockte Position übergehen. Denn hier wird es jetzt langsam riskanter, liebe Freunde da draußen. Oh, was war das denn? Hat sich da gerade ein Zombie vergummit? Hier komme ich nur langsam hoch. Da sieht man schon links Channel. Da ist die Kirche. Kann man echt gute Loot-Sachen, also gute Sachen zum Looten finden. Der Marder macht wieder Krach. Dreckig. Also jetzt sind echt bei uns zu Hause, meine ich, ne? Also dass ihr jetzt irgendwas Falsches denkt oder so. Verbandszeichen aus, was liege ich denn hier? Ach, zu Schutz 68, 66, Verbandszeichen nehmen wir mit. So, was haben wir hier noch? Tisch gedeckt, Pisseimer. Kannst einmal reinscheißen, kannst den Bad hier lassen. Okay, weiter nach Tscherno. Die Musik, ich hasse sie. Die kann einem so ein richtiges Scheißgefühl geben. Und wir sprinten bergab. Denn nicht. Oh, die Flasche blinkt. Scheiße. Jetzt wird es langsam kritisch. Okay, sie ist gerade nur durchsichtig. Wundert euch jetzt nicht. Und wieder klapp ich an. Jetzt fängt es an zu blinken. Also jetzt blinkt sie noch langsam. Ich glaube, sie blinkt immer schneller. Das ist jetzt nur so eine Vermutung von mir. Und je schneller sie blinkt, desto kritischer wird es. Ja, da vorne ist der Supermarkt. Da das weiße Gebäude. Da, Moment, das da. Okay, also langsam sollte ich mich trotzdem in die liegende Position begeben, glaube ich. Ich gebe eine doch sehr große Silhouette gegen den Horizont da. Und ich habe jetzt keinen Bock, mich noch zu möbeln. Das passt jetzt überhaupt nicht mehr in den Plan. 91 von 94 Zombies. Okay. Das kann sich doch mal sehen lassen. Okay, wunderbar. Wir haben Tscherno erreicht. Das heißt, unser Hauptziel ist damit schon mal erfüllt. Kann ich gleich schon mal von der Liste streichen.
So, da, 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 da. Was steht denn als nächstes auf der List? Auf der List steht als nächstes Überleben. Sag bloß. Naja, auf meiner im Kopfliste steht als nächstes nicht draufgehen von Banditen. Nein, Sachen finden. Ich lege mich jetzt aus Sicherheitsgründen hin. Denn dahin ist der Feuerwehrturm, der da so ein bisschen hochragt. An dem muss ich auch noch gucken. Das würde mich auch mal interessieren, was da hinten noch so abgammelt. Also auf dem Feuerwehrturm meine ich jetzt, was da noch abgammelt. Okay, ich habe gerade den Supermarkt aus den Augen verloren. Scheiße, wo ist er? Scheiße, ernsthaft, wo ist der Drecks-Supermarkt? Da. Morgens um 9 schon rotzevoll. Rotzevoll. Und für denjenigen, der jetzt weiß, von was das war, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Oh, hoffentlich finden wir im Supermarkt irgendwas, was zu trinken. Aber da hat man eigentlich eine sehr hohe Chance, was zu finden. Okay. Vielleicht finden wir im Supermarkt ja auch ein paar AK-Magazine. Das ist ja normal, dass im Lidl oder so mal so ein Haufen, so eine extra Abteilung AK-Magazine ist. Das sollte jeder gute Supermarkt haben. Ich habe mir noch nie hinten die Wohnblöcke anguckt. Ich habe sie auch noch nie gefunden. Laut GameStar Hilf gibt es in Tscherno oder Elektro, ich weiß es gerade nicht mehr, Wohnblöcke, die ich als Lootspot überhaupt nicht kenne. Okay, die Flasche blinkt, glaube ich, nicht wirklich schneller. Entweder hat er gerade durch irgendwelche unerklärlichen Gründe mehr Flüssigkeit bekommen. Hust, hust. Oder die linke Seite von uns ist irgendwas in der Nähe. Ein Zombie. Brennendes Fass. Was haben die brennenden Fässer auf sich, Leute? Sind die zwar. Okay, meine ich. Humanity ist auf Null. Bin ich jetzt unmenschlich? Ach so, weil ich die Kleidung gewechselt habe, denke ich mal. Das wird es wahrscheinlich sein. Ach, ein untoter Kollege lungert da auch wieder rum. Ich hoffe mal, uns rennt jetzt hier keiner über den Weg. Da hat er gerade wieder für eine Frame da gestanden. Glaube ich. Wrong Signature for File. See Program Files. x86. Bohemia Interactive Armor 2 Operation Error at Expansion. Add-ons Characters EPBO. Jetzt habe ich mich so auf Sabbeln konzentriert. Jetzt habe ich den. Oh, das sind zwei. Komm schon, ich will jetzt nicht wieder einen Zombie töten müssen. Fuck, da ist noch einer, glaube ich. Scheiße. Hier bleibe ich jetzt erstmal liegen. Oh, der kommt direkt auf mich zu, der Drecksack. Da ist einer und da ist einer. Oh, fuck. Nur ein bisschen Hackenfett geben hier, damit der Bauer mich nicht sieht. Mein Herz ist, glaube ich, gerade stehen geblieben. Aber dann wieder angefangen zu schlagen. Okay, so langsam werde ich auch ein bisschen verspannt. Ich weiß gar nicht, wie lange die Aufnahme schon geht. Die geht schon nur eine Stunde, glaube ich. Habt ihr wieder ein bisschen was zu gucken, meine Freunde da drauf? Panzersperren. Panzersperren. Hier fährt kein Pa. Stachelart, hier fährt kein Panzer lang, Leute. Und oder Freund. Stacheldraht ohne Ende. Warum?
Fuck, ich glaube, hierfür musste ich aufstehen. Ja, hierfür musste ich verdammt nochmal aufstehen. Aber, Kumpel, du hast mich gesehen, du bist ein guter Junge. Laden. Fuck. Hier hatte ich auch so ein paar Horrormomente mit meinem Kollegen. Wir sitzen da drinnen, ganz gemütlich, räumen den Laden leer auf einmal. Bam, 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 geht die Party da ab. Man wird ohne Uhr, passt mir ein Plan. Ja, wird rumgeballert wie auf dem Rummel, ey. Fliegen hier die Fenster ein. Und wir sitzen hier drinnen und scheißen uns vor Angst in die Hose und trauen uns nicht, uns zu wehren. Das ist nicht viel. Von wo könnte der geschossen haben? Jawohl. Oh, herrlich, hier habe ich noch zwei Plätze. Close back. Dann hau dir die mal in den Nacken, würde ich sagen. Bitte sei jetzt wieder grün, liebe Getränkeanzeige. Gut. Checken wir mal aus, was hier noch hinter liegt. Im Supermarkt findet man eigentlich mit den besten Loot. Wenn jetzt im Tscherno rumgammelt. Eine Uhr! Habe ich doch irgendwie schon. Kommt mir so bekannt vor. Den Mittelgang auschecken. Ich bewege mich hier drinnen nur kriechen vor seit der Aktion, wo wir fast alle draufgegangen wären. Dose bla bla bla, Dose Pepsi nehme ich. Hier eine Uhr, weil zu viel Geld. Sie hier schon Uhren wegschmeißen. Leere Getränkedose, das wäre doch ein super Wurfgeschoss zum Ablenken. Fällt mir gerade mal ein. Ey, das wäre voll die Idee, ohne Witz. Moment, ich habe drei Dosen. Getränk mit. Das wäre mal über der Plan. Das wäre der. Das wäre der Pedo-Plan. Ohne Witz, das wäre cool. Nur mit so einer leeren Dose, die schmeißt irgendwo hin und gucken die Zombies ein bisschen belämmert hin. Gucken hin, was da sein könnte. So, von wegen hier und so. Moment, was brauche ich hiervon nicht? Bengalfeuer brauche ich nicht. Taschenlampe brauche ich auch nicht. Ich brauche da drin auf jeden Fall Platz. Eine rote Rauchgranate. Brauche ich nicht. Nee, ich brauche. Der Rucksack ist für Verpflegung, definitiv. Der verpflegt mich. Weil Verpflegung ist das Wichtigste hier eigentlich. Verpflegung und Bewaffnung. Hier hinten drin kann man glaube ich mal stehen. Hier noch ein Nippes. Zwei Dosen Pepsi. Keine Cola hier oder was? Was habe ich jetzt in meinem Inventar? Eine Dose Pepsi? Was habe ich noch im Rucksack? Zwei Dosen Pepsi. Kann ich das mal anders machen? Close back, die Pepsi weg. Rucksack auf. Hier noch eine Dose Pepsi. Jetzt habe ich. Das ist eine gute Idee. Drei Dosen essen. Also dreimal essen und dreimal trinken. Was liegt hier noch? Oh, noch eine Dose Coke. Noch ein bisschen anderer Schrott. Und erstmal eine Dose Coke, leere Whiskyflasche. Und eine Uhr mal wieder. Oh, Makarov und Magazine. Taschenlampe und Pfeil. Pfeil brauche ich erstmal nicht. Oh, ich bin gesegnet. Von vorne und von hinten und auch immer, wenn es regnet. Zack, zack. Ich lasse jetzt mal ein paar Verbandskästen liegen. Eine Makarov PM habe ich schon. Dual Makarov PM hier mitnehmen in beide Hände und dann bam, natz ich euch. Like Rambo. Oh, hier liegt ja noch mehr Scheiß. Das habe ich sonst nie gesehen. Boah, schick.
Chick, jetzt bin ich für Müll hierher gekrochen. Da hat er eine Panzersperre vorgesetzt. Mhm. Okay, das sieht mir gut aus. Das sieht mir sehr gut aus. Hier scheint nicht wirklich was los zu sein. Okay, aber ich werde im Supermarkt, glaube ich, jetzt erstmal einen kleinen Schnitt machen, denn ich nehme jetzt schon lange genug auf. Es meldet sich wieder die Festplatte, dass sie voll ist. Ja, so, was haben wir? Wir können mal kurze Inventur machen. 1, 2, 3, 4 Magazine für die Makarov. Eine leere Wasserflasche, die wir hätten befüllen können. Ich, dämlicher Idiot. Dreimal rohes Fleisch, das könnte ich eigentlich in den Rucksack packen. Das ist voll der Plan. Ausrüstung, dann habe ich nämlich wieder ein paar bisschen mehr Plätze im Inventar frei. Okay, ich bin ein Idiot. Close Bag. Wo ist mein rohes Fleisch da? 1, 2, 3. Was das auch für riesen Lappen sind, ey. So, nochmal 1, 2, 3. Kann ich die jetzt eigentlich so essen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wunderbar, jetzt wollen wir nochmal ein Magazin für die AKM. Aber das findet sich noch. Dort findet sich noch. Gibt hier noch was? Geht auch nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt einen Cut. Nehm, wenn ich Zeit finde, wieder auf. Weil ich habe Zeit, ich habe noch Ferien. Also, bis dahin, Leute. Gibt's noch was zu erzählen? Nein, es gibt nichts mehr zu erzählen. Ja. Und nächstes Mal sehen wir uns wieder in Tscherno bei dem wackelnden Kollegen da hinten. Nein, ich werde natürlich direkt hier weiterspielen. Bis dahin, macht's gut.